Das ist Walter. Walter starrt auf seine Schnürsenkel, denn ihm ist langweilig. Walter kennt seine Schnürsenkel sehr gut, denn er starrt sie auch immer an, wenn er in der Kirche sitzt. Wenn man die Heilige Messe nicht versteht, dann wird die Stunde Gottesdienst am Sonntag zur Qual. Die letzte Episode hat schon einmal versucht, die Grundlagen der Messe zu erklären. Die Messe ist das zentrale Geschehen unseres geistigen Lebens. Solange wir noch fragen, muss ich am Sonntag in die Kirche, dann haben wir nicht wirklich verstanden, um was es geht. Jede Messe beginnt mit einer guten Vorbereitung. Erstens, der Eingang vieler Kirchen führt hinauf über Stufen. Und man kann dieses Hinaufsteigen zur Kirche auch in einem geistigen Sinn verstehen. Es ist ein Hinaufsteigen zu Gott, ein Zurücklassen der irdischen Betriebsamkeit. Und gerade weil es ein bisschen dauert, bis man abgeschaltet hat, bis man Ruhe findet und Gedanken fassen kann, empfiehlt es sich, ein paar Minuten vor der Heiligen Messe schon das Gotteshaus zu betreten. Also rechtzeitig zu kommen, ermöglicht mir, mich besser dann einzulassen auf das Geschehen. Das Zweite, wenn ich die Heilige Messe in voller Weise mitfeiern möchte und mich darin Gott zuwenden, dann muss ich den Streit mit meinen Mitmenschen und all die anderen Hindernisse aus dem Weg räumen. Wenn die Kommunion eine Vereinigung mit Gott ist, dann muss das Herz entsprechend vorbereitet sein. Wenn ich im Widerspruch zu meinen Mitmenschen oder zu den Geboten lebe, dann muss ich vorher Ordnung schaffen. Vielerorts besteht aus diesem Grund am Samstag oder am Sonntag vor der Messe die Gelegenheit zur Beichte. Drittens. Christus kommt in der Heiligen Kommunion unter der Gestalt von Nahrung zu uns. Daher gibt es seit alters her ein Gebot der Nüchternheit. Das bedeutet, dass man eine Stunde vor dem Empfang der Heiligen Kommunion keine anderen Speisen zu sich nehmen soll. Davon ausgenommen sind Wasser und Medikamente. Und dieses Gebot gilt ganz grundsätzlich nicht für alte und kranke Menschen. Der Sinn dieser uralten Regelung, die früher auch noch einen viel längeren Zeitraum umfasste, ist, die Ehrfurcht vor der Eucharistie zu wahren, die eben nicht wie andere Speisen ist, die man mal zwischendurch einnimmt. Und das ist letztlich der Grund, warum es auch bei einer sehr spannenden Predigt kein Popcorn gibt. Auf diese Weise, mit diesen drei Punkten vorbereitet, kann die Heilige Messe beginnen. In einer feierlichen Prozession ziehen der Priester und die Ministranten ein. Mit allen Gläubigen richten sie sich aus auf Gott und grüßen ihn. Es ist das Bild des pilgernden Gottesvolkes. Wir sind als Menschen unterwegs und gehen einem Ziel entgegen. Alte Barockkirchen lassen dies oft sehr deutlich werden. Der Hochaltar gleicht einem Tor mit mächtigen Säulen, das in der Mitte aufgerissen ist und den Blick auf den Himmel freigibt. Gott oder seine Heiligen kommen im Bild und Figuren den Menschen entgegen. Der Altar ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Es ist der Ort, woher die Kraft kommt, den Weg als Pilger zu vollenden. Dieser Gedanke ist der eigentliche Grund, warum der Priester am klassischen Hochaltar dem Volk scheinbar den Rücken zukehrt. Es geht dabei gar nicht um den Rücken des Priesters, der in der Regel auch nicht viel schöner ist als andere Rücken, sondern es geht um eine gemeinsame Ausrichtung des ganzen Gottesvolkes. Und dazu gehört auch der Priester. Auch er ist Teil des pilgernden Gottesvolkes. Er geht dem Volk voran, aber er geht in und mit der ganzen Gemeinde. Die Wichtigkeit der Ausrichtung auf Christus hat in der Architektur dazu geführt, dass man Kirchen je nach baulicher Möglichkeit über Jahrhunderte hinweg geostet errichtet hat. Im Osten geht die Sonne auf. Und in der Sonne erkannte man ein Symbol für Christus als das Licht dieser Welt. Im Einzug vom gemeinsamen Gesang begleitet, sind wir nun gerufen, uns auf Gott auszurichten, auf unser Ziel, auf dieses Licht, das unser Leben erhellen kann. Wenn der Priester den Altarraum betritt, beugt er das Knie vor dem Tabernakel und küsst den Altar. Der Hauptaltar ist oft durch Stufen erhoben. In der Regel sind es drei, welche man symbolisch als Glaube, Hoffnung und Liebe deuten kann, die uns zu Gott emporführen.
Die Erhöhung des Altars erzeugt aber auch das Bild einer Anhöhe, eines Hügels, wie jenem, auf dem Christus gekreuzigt wurde, Golgotha. Das Geschehen dieses Ortes steht damit klar im Zentrum der Heiligen Messe. Der Altarkuss ist ein Zeichen der Verehrung, die dem Altar als Symbol für Christus gilt. Die Oberseite des Altars ist nicht nur mit Chrisam gesalbt, sondern auch mit 5 Kreuzen versehen, die für die 5 Wunden Christi stehen. Darüber hinaus gilt der Kuss auch den Reliquien der Märtyrer, die seit frühester Zeit in oder unter Altären beigesetzt sind. Der Beginn der Messe zeigt uns, dass alles, was wir tun, in Gottes Namen geschehen soll, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nach dem Kreuzzeichen grüßt der Priester die Gemeinde mit einem uralten biblischen Gruß: Der Herr sei mit euch. Die Geste kommt einer brüderlichen Umarmung gleich. Das Schuldbekenntnis bereitet uns für die würdige Feier der Messe. Es ist Teil des Weges der inneren Reinigung, in der wir auch die vielen kleinen Unvollkommenheiten ablegen wollen, um mit geläutertem Herzen vor Gott hinzutreten. Wir bitten um Vergebung und den Beistand der himmlischen Kirche sowie aller versammelten Gläubigen. Der Wunsch nach Reinigung und Heilung beginnt bereits beim Betreten der Kirche, wenn wir im Gedenken an die Taufe das Weihwasser nehmen. Wenn wir dann im Schuldbekenntnis uns an die Brust schlagen, soll dieser biblische Gestus uns innerlich erschüttern und gleichsam unser Herz wachrütteln, damit wir fortan auf Gottes Stimme hören. Das Kyrie ist ein uralter Bestandteil der Messe und hat die ursprünglich griechische Sprache der Feier bewahrt. Es ist an den dreifaltigen Gott gerichtet und wendet sich der Reihe nach an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligem Geist. Das dringliche Rufen um Gottes Erbarmen erinnert uns an die Blinden bei Jericho: Kyrie, Jos David, Eleisonimas, Herr Sohn Davids, erbarme dich unser. So möge Gott mit dem Kyrie auch die Blindheit unserer Herzen heilen. An Sonntagen und hohen Festen wird nach dem Kyrie das Gloria eingefügt. Es beginnt mit dem Lobpreis der Engelschar zur Geburt des Erlösers in Bethlehem. Das Gloria erinnert auf eine Weise an die Triumphzüge, mit welchen in der Antike ein siegreicher Herrscher empfangen wurde. Wenn die Schlacht geschlagen war und der Feldherr triumphierend zurückkehrte in seine Heimatstadt, dann sammelten sich alle Menschen in den Straßen und man rief ihm Ehrentitel zu. Auch Christus hat eine Schlacht geschlagen, ohne Waffen. Er ist der Sieger über Sünde und Tod. Und wir Gläubige rufen im Gloria unserem siegreichen Gott zu. Das stets wechselnde Tagesgebet ist gleichsam eine kurze Zusammenfassung der Anliegen, welche in der Messe vor Gott gebracht werden. Die Erhebung der Hände des Priesters ist Ausdruck der Innigkeit des menschlichen Flehens. Es folgen Schriftlesungen. Mit diesem beginnt der Abschnitt der Erleuchtung, wie wir ihn in der Einleitung zum Messablauf genannt haben. Die biblischen Texte geben Impulse und Nahrung zur Betrachtung des Wirkens und Wesens Gottes. Dabei sind die Lesungen aber nicht nur einfach Belehrungen. Die Verkündigung der Taten des Herrn ist selbst Teil des Lobes und der Verherrlichung Gottes. Als Höhepunkt dieses Abschnittes wird aus den Evangelien gelesen. Der Begriff Evangelium kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Frohbotschaft oder gute Nachricht. Die Evangelien sind jene Texte, welche das Leben und Wirken Jesu verkünden. Weil für den Christen die Menschwerdung Gottes in Jesus den Höhepunkt der göttlichen Offenbarung darstellt, wird das Lesen des Evangeliums meist mit besonderen Zeichen wie Kerzen oder Weihrauch oder einem Kuss hervorgehoben. Auch das begleitende Halleluja, das uralte hebräische Wort für preiset den Herrn, verleiht außerhalb der Fastenzeit einen festlichen Rahmen. In der alten Liturgie, die man heute außerordentliche Form nennt, wird das Evangelium zusätzlich nach Norden gewandt verlesen.
Diese Himmelsrichtung wird in unseren Breiten am wenigsten vom Licht der Sonne berührt. Das Evangelium soll nun als Licht für die Welt gleichsam das Dunkle erhellen. Eigentlich ein wunderbarer Gedanke. Zum Evangelium erhebt sich die ganze Versammlung. Das Stehen soll unsere wache Bereitschaft ausdrücken. Denn wer steht, kann sofort auf und davon gehen und seinen Auftrag erfüllen. Dann bekreuzigen sich der Priester und alle Gläubigen auf Stirn, Mund und Herz. Das Wort Gottes soll unser Denken formen, auf unseren Lippen wiederklingen und im Herzen bewahrt werden. An Sonn- und Feiertagen wird im Anschluss vorzugsweise zum Evangelium gepredigt. Dabei wird der Text ausgelegt und für den Glauben und das Leben vertieft. Unabhängig davon ist es eine gute christliche Übung, einen Satz oder Gedanken aus den Lesungen oder dem Evangelium mitzunehmen und in den Folgetagen immer wieder zu betrachten. Durch dieses Wiederkäuen, Ruminare, wie es von Mönchen lateinisch genannt wird, lässt sich noch mehr an Tiefe und Einsicht gewinnen. Ebenfalls nur an Sonn- und Feiertagen wird das Glaubensbekenntnis gesprochen. Es ist ein Bekenntnis zu den Säulen des christlichen Glaubens. Eine Kurzfassung jenes Glaubens, der durch Verfolgung, Prüfung und Bedrohung von außen und innen durch die Jahrhunderte zu uns kommt. Er eint auch heute die wachsende Gemeinschaft von mehr als einer Milliarde Katholiken, welche in diesem Glauben getauft sind. In den Fürbitten wendet sich die Versammlung mit ihren Nöten an Gott. Doch weiß dieser nicht schon längst, was wir Menschen brauchen? Er tut es, und dennoch hat selbst Christus uns im Vater unser ein Bittgebet hinterlassen. Das Bitten trägt in sich die Einsicht, dass Gott der Ursprung alles Guten ist und bereitet uns daher, seine Gaben in rechter Weise zu empfangen. Mit dem Offertorium beginnt der dritte Teil der Heiligen Messe. Nach Reinigung und Erleuchtung begeben wir uns auf den Weg der mystischen Vereinigung mit Gott. Es werden jene Gaben bereitet, welche Christus beim letzten Abendmahl dafür eingesetzt hat und die dann nach der Wandlung als sein wahrhafter Leib und wahrhaftes Blut in ihrer Trennung seinen Opfertod am Kreuz bezeichnen und vergegenwärtigen. In der Gabenbereitung ergeht an alle Gläubigen die Einladung, ihr eigenes Leben mit dem Opfer Christi zu verbinden, hineinzulegen auf diese Schale, in diesen Kelch. Wie die Gaben gewandelt werden, so soll auch unser Leben sich in Christus wandeln. Dieser Gedanke ist auch in der Beifügung des Wassers zum Wein lebendig. Unser Leben und Tun ist wie ein Wassertropfen im Vergleich zur Erhabenheit des Opfers Christi. Und doch mit dem Opfer Christi vereint, ist auch unser armseliges Mühen und Handeln dem himmlischen Vater wohlgefällig. Nach dem Offertorium, wie man die Gabenbereitung auch nennt, tritt man ein in den heiligsten Teil der Feier. Der Priester leitet über zum Hochgebet und beginnt den Einleitungsdialog der Präfation: Der Herr sei mit euch, erhebet die Herzen. Vor mehr als 1600 Jahren erklärt Kyrill von Jerusalem diese Worte: Keiner sei derart anwesend, dass er zwar mit dem Munde sage, wir haben das Herz zum Herrn erhoben, in seinen Gedanken aber den Geist bei den Sorgen dieses Lebens habe. An Gott muss man zwar alle Zeit denken, wenn aber dies wegen der menschlichen Schwachheit unmöglich ist, so muss man es sich doch ganz besonders bei der Opferfeier eifrig angelegen sein lassen. Darauf beginnt der Priester die Präfation zum dankenden Gedenken an die Taten Gottes. Sie wird feierlich gesungen oder gesprochen und mündet im Sanctus, im dreimal heilig. Der erste Teil des Sanctus ist ein Echo der Vision des Propheten Jesaja. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Throne. Seines Gewandes Schleppen füllten den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim, 6 Flügel hatte ein jeder, mit 2 verhüllte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit.
Der zweite Teil des Sanctus hingegen greift den Einzug Jesu nach Jerusalem als Thema auf. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Es ist nicht bloß ein Gedenken an den damaligen Palmsonntag, sondern ein Hosianna-Ruf auf das Kommen Christi, nur wenige Augenblicke später im Hochgebet in der Wandlung. Diese Parallele verdeutlicht auch den Opfercharakter der Messe. Christus ist damals unter diesen Rufen eingezogen nach Jerusalem, um dort für uns sein Leben hinzugeben. Sein Leiden und Sterben ist damit gegenwärtig gesetzt, schon hier im Sanctus. Auf das Sanctus folgt das Hochgebet. Die versammelten Gläubigen knien. Das Knien ist die biblische Haltung der Anbetung. Wer das Knie beugt, macht sich klein und erkennt die Größe dessen an, vor dem er kniet. In der erneuerten Liturgie seit 1970 gibt es verschiedene Hochgebete, wobei das erste, der römische Kanon, die längste ungebrochene Tradition im Westen hat. Es ist ein wirklich wunderbares Gebet. Es ist, als würde neben der kostbaren Gestaltung der Kirche und der Gerätschaften ein kostbarer Schatz an Worten zur Verherrlichung Gottes dargebracht. Eine ganze wunderbare Symmetrie durchdringt den Text. Das erste Element spiegelt sich im letzten, das zweite im vorletzten und so weiter. Im exakten Zentrum des römischen Kanons steht die doppelte Wandlung. Sie ist der Höhepunkt der Liturgie, das Herz der Messe. Wenn durch die Worte Jesu "Das ist mein Leib und das ist mein Blut" die Gaben gewandelt werden, vollzieht sich ein einzigartiges Wunder. Christus wird wahrhaft gegenwärtig. Während die äußere Erscheinung und alle durch die Sinne wahrnehmbaren Eigenschaften, jene vom Brot und Wein, bleiben, wandeln sich die Gaben ihrem Wesen, ihrer Substanz nach, in Christus selbst. Nicht nach der Art eines physischen Körpers, erklärt der heilige Thomas von Aquin, da sonst eine Brechung Christus teilen würde oder ein größerer Teil mehr Christus enthielte. Aber dennoch ist Jesu Dasein wirklich und wahrhaft und ganz in jedem Teil der Hostie, in jedem Tropfen des konsekrierten Weins. Die Theologen sprechen von Transsubstantiation, die Heiligen von einem unaussprechlichen Geheimnis. So meinte Pater Pio, eher könnte die Erde ohne Sonne bestehen, als ohne die heilige Eucharistie. Und Mutter Teresa sprach, wenn du das Kreuz betrachtest, verstehst du, wie sehr Jesus dich geliebt hat. Wenn du die heilige Hostie betrachtest, verstehst du, wie sehr er dich liebt. Der Fortgang des römischen Kanons spiegelt die Gebetsteile vor der Wandlung. So wird die kunstvolle Umrahmung des zentralen Geschehens zu Ende gewoben. Hier findet sich eine wunderschöne Bitte um die Annahme des Opfers. Es werden einige Gaben des alten Bundes in Erinnerung gerufen, welche dieses Opfer von Christus vorausgebildet haben. So spricht der Text hier von Abel, dem Gerechten, der sein gottgefälliges Opfer in seinem eigenen schuldlos vergossenen Blut vollendet hat und damit zu einem Bild für Christus wird. Auch Abraham wird genannt. Isaak, sein einziger geliebter Sohn, hat das Holz für sein Opfer auf den Berg Moria getragen, so wie Christus im Neuen Bund als der eingeborene Gottessohn das Holz des Kreuzes für sein Opfer zur Schädelhöhe hinaufträgt. Und drittens findet das Opfer des rätselhaften Priesterkönigs Melchisedek Erwähnung. Rätselhaft, weil der Bibeltext hier entgegen aller Gewohnheit dem Namen des Melchisedek keine Abstammung beifügt, wie Sohn des oder etwas ähnliches. Melchisedek taucht auf und er taucht wieder unter. Er ist der König der Stadt Salem. Salem bedeutet Friede. In der christlichen Interpretationsgeschichte, welche schon im Hebräerbrief attestiert ist, wird Melchisedek, der König von Salem, der Friedenskönig ohne Ursprung, als Symbol für Christus gedeutet. Auch seiner Opfergaben von Brot und Wein wegen, welche Christus beim Abendmahl als Gestalten einsetzen wird. Im Lamm des Abel, im Sohn des Abraham und in Brot und Wein von Melchisedek sehen wir also Vorausbildungen,
die nun im Opfer Christi ihre Erfüllung haben. Am Ende des Hochgebets steht ein abschließender Lobpreis, der alles zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Durch Christus, mit Christus und in Christus erweisen wir Gott die höchste Ehre. Der höchste Gottesdienst ist nicht unser eigenes Werk, sondern geschieht durch, mit und in Christus. Nur weil wir mit Christus wie Glieder mit dem Haupt verbunden sind, wird das Opfer Christi auch unser Opfer. In diesem Sinn ist das große Amen am Schluss des Hochgebetes zu sprechen. Wir besiegeln unsere eigene Hingabe durch, mit und in Christus. Amen bedeutet, so sei es. An den Kanon, als sein Abschluss und als Überleitung zur Kommunion, schließt das Vaterunser an. Die vierte Bitte des Vaterunsers und damit die im Zentrum der sieben Bitten stehende, fleht um das tägliche Brot. Noch mehr als sonst meint sie hier nicht irdische Nahrung, sondern das Brot vom Himmel am Altar. Im Anschluss erbietet der Priester allen Gläubigen den Friedensgruß. Der Friede kommt zu uns Menschen vom Altar her. Friede ist einer alten Definition zufolge Ruhe in der Ordnung, dort, wo die Dinge im rechten Verhältnis zueinander stehen, wo sie geordnet sind, gibt es Frieden. In diesem Sinne sei uns der Friedensgruß stets auch eine Aufforderung, unser Leben auf Gott hinzuordnen und auf diese Weise Frieden für unser Herz zu erlangen. Das Agnus Dei greift eine der bedeutsamsten Bezeichnungen Christi auf. Schon zu Beginn seines öffentlichen Wirkens weist Johannes der Täufer auf Jesus mit den Worten: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Es ist dies eine Anspielung auf den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und das Paschalamm. Im Opfer Christi ist es nicht länger der Auszug aus der Sklaverei der Ägypter, sondern der Auszug aus der Sklaverei der Sünde. Das Blut ist nicht länger das Blut eines Lammes am Pfosten, sondern das Blut des Lammes Gottes am Kreuz. Die Dramatik dieser Parallele wird umso deutlicher, als Jesus just in jener Stunde hingerichtet wird, als gerade zehntausende Lämmer im Gedenken an den Auszug von Ägypten zum Paschamahl geschlachtet werden. Der Priester bricht die Hostie, ein kleiner Teil wird in den Kelch gegeben. In der Zusammenführung der getrennten Gestalten von Leib und Blut Christi wird symbolisch die Auferstehung dargestellt. Dass Christus seine eucharistische Gegenwart gerade unter den Gestalten von Speise gestiftet hat, ein Geschenk und keine absolute Notwendigkeit, deutet an, dass er für die Seele ist, was Nahrung ist für den Leib. So wie die irdische Speise Leben, Wachstum und Kraft schenkt, gibt Christus in der Eucharistie ein übernatürliches Leben, ein Wachstum in der Gnade und Kraft zum Guten. Das Wort Kommunion bedeutet Vereinigung. Und hier gibt es einen wichtigen Unterschied zu herkömmlichen Speisen. Während irdische Nahrung ein Teil von uns wird, werden wir durch die Eucharistie mehr und mehr Teil Christi, immer enger mit ihm als Haupt verbunden. Diese Einsicht hilft uns auch zu verstehen, warum die Messfeier ein echter Gottesdienst sein muss, um wahrhaft Menschendienst zu werden. Eine wirklich tiefe Einheit gewinnt man nicht durch Schunkeln oder Händeschütteln oder irgendwelche anderen Aktivitäten quer über die Kirchbank. Vielmehr, je enger sich jeder mit Christus verbindet, umso mehr ist man dann auch untereinander verbunden. Über Gott gewinnt man für seinen Nächsten, auch für seinen Banknachbarn, einen ganz neuen, gereinigten Blick. Da die Kommunion die Einheit mit Gott zum Ausdruck bringt, ist es unabdingbar, dass man sich auf diesen Moment vorbereitet. Zwischen Gott und einem selbst soll keine schwere Sünde stehen. Schon Paulus mahnt die Gemeinde in Korinth: Wer also unwürdig vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Wer in rechter Weise die Kommunion empfängt, nimmt Christus in sein Herz auf. Er vermehrt in uns die Gnaden und entflammt unser Herz für Gott. Besonders fruchtbar kann dieses Geschenk für uns werden,
wenn wir neben der Vorbereitung auch eine Danksagung üben. Wir dürfen Christus, der in unsere Seele gekommen ist, anbeten, mit ihm Zwiesprache halten, auf seine Regungen in unserem Herzen hören. Diese Haltung des Dankes wird in das Schlussgebet aufgenommen. Der Segen und der anschließende Entlassungsruf sind Programm. Ite missa est, gehet hin, ihr seid gesendet. Es ist der Auftrag Christi aus dem Matthäusevangelium. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt nicht verborgen bleiben, die droben liegt auf dem Berge. Auch zündet man nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit sie allen leuchte, die im Hause sind. So leuchte euer Licht vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen, der im Himmel ist. Damit schließen wir unsere Betrachtungen zur Heiligen Messe. Mehr ließe sich freilich noch vertiefen, aber ein Anfang ist wenigstens einmal gemacht. Für den, der gerade erst die Messe zu entdecken beginnt, bildet die Dreiteilung eine wertvolle Stütze. Zu Beginn der Messe sich von Sünden und Fehlern abkehren. Dann in Lesungen und Predigt einen Gedanken mitnehmen, den man auch unter der Woche immer mehr vertiefen kann. Und schließlich im dritten Teil sich mit dem Opfer Christi verbinden und eine immer größere Einheit mit Gott gewinnen. In jedem Fall ist die eine Stunde Gottesdienst am Sonntag sehr gut investierte Zeit. Eine Stunde, in der die Sorgen des Alltags zurückgelassen werden. Eine Stunde, in der sich nicht alles um einen selbst dreht. Eine Stunde, in der Gott uns umgestalten kann. Was passiert denn, wenn wir uns eine Stunde in die Sonne setzen? Wir bekommen Farbe, wir werden braun oder ich werde vor allem rot. Aber man bekommt Farbe. Wer sich in das Licht Gottes setzt, in die Gegenwart, die er selbst beim letzten Abendmahl gestiftet hat, der wird gewandelt, Stück um Stück. Nur offen muss man dafür sein.